Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 mit Oliver3911. Wir sind immer noch in Sequenz 3 und müssen jetzt Puellok töten. Und dafür müssen wir jetzt die Milizen eliminieren. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Doch wären wir zu ungeschützt. Wir brauchen das Überraschungsmoment. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Alles klar, ich muss jetzt nochmal ganz kurz nicht auf die Karte. Wartet mal, auf der Karte steht's auch. Ah, alles klar. Das Lager der Kundschafter säubern ist unsere Hauptmission und optionale Ziele sind Milizen eliminieren, ohne offene Konflikte auszulösen. Nur von zwei. Was sind Milizen? Ich töte jetzt einfach mal den hier. So. Naja gut, mich dünkt es, das war nichts mit dem Konflikt. Ach, falsche Taste. Naja, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Action, ist auch okay. Ein bisschen Action schadet nie, wenn so eine hässliche Baumtextur nicht im Weg wäre. So, ich werde jetzt mal den da hinten töten. Schön. Wunderbar, also das mit den Bonusmissionen ist irgendwie für den Arsch, wie immer. Das hat mich auch schon in Brotherhood angekotzt, da habe ich es auch nie gemacht. Gut, können wir weitermachen. Jetzt, da wir eine Tarnung haben, können wir natürlich dem Ziel in 66 Metern Entfernung näher kommen. Ohne hoffentlich sofort aufzufliegen. Aber wir gucken mal. Warum habe ich jetzt... Ach, ich bin so gewöhnt, dass ich, wenn ich A-Taste drücke, auch gleich schneller federn kann. Aber das klappt nicht. Wenn die Franzbänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Ja, sicher. Hier, Schotten, ey. Im Schottenrock, ey. Schotten im Schottenrock. Yeah, bitches. So, ich werde mich jetzt hier mal so ein bisschen durchs Terrain reiten, damit ich den Leuten nicht so bald auf den Sack gehe. Sir? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Was jetzt? Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Alles klar. Seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen gewinnen, nein, wenn wir gewinnen, dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen. Und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen. Eine klare Befehlskette. Habt ihr das verstanden? Ist ja gut, aber kann ich jetzt bald mal dich töten? Ich meine, noch näher komme ich nicht ran. Das stört nicht. Ah, okay. Jetzt geht's los. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Sure. Mensch, den kennen wir doch. Guter Mann. Wo so. Seid ihr hin, Scheiße, jemanden zu finden, der rot und rot ist, ne? Einen roten Typen unter roten Kurten zu finden, ist, glaube ich, nicht gut. Alter, was geht denn da ab? Ja, was denn? Was soll ich denn jetzt tun? Och, das ist doch... Alter! Was wolltet ihr jetzt von mir? Ich hasse es, dass das Spiel ständig irgendwelche neuen Features einführt und die in so einer Situation erklärt. Wo ich nicht Bock habe, das zu lesen, Mann. So. Y drückt halten zum Schießen, alles klar, ja, kenne ich.
Gib dem Fehler mal Sporen hier. Ich hab keine Zeit für dich. Okay, ja. Alles klar. Irgendwie geht jetzt die Framerate gerade von dem Spiel in die Knie. Auch seltsam. Na komm. Jetzt lauf doch mal, du scheiß Pferde. Du. Scheiß Pferdvieh, du. Jetzt bist du tot, ich sag's dir. Da musst du jetzt zufällig einen Baum umstürzen für. Aber ich hab dich erwischt. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, also ich wollte zu Fuß verfolgen. Ich sag dir los! Warum tötest du den nicht? Na ja, gut, soll nicht mein Problem sein. So! Das verdiene ich nicht! Mag ja sein, aber ist das mein Problem? Ihr seid ein Heuchler, Hatham! Verzeiht, Edward! Aber ihr habt es erzwungen! Welche Waffe habe ich ausgerüstet? Ne, das Schwert ist doof. Ich nehme mal die versteckte Klinge. Um ihn dann schön zu töten. Und zwar jetzt. Yeah. Unser erstes richtiges Attentat. Ne, eigentlich ist das zweite. Warum, Hatham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Das Recht hast du dir verspielt. Vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Schön. Ach, diese Sequenzen sind das klassische an Assassin's Creed, ne? Schön, dass es die auch hier gibt. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Gut, das hätte man jetzt vielleicht doch freundlicher ausdrücken können. Aber nicht so schlimm, solange wie es an das Ziel kommt, ist alles okay. Steingemalereien. Felsmalereien, wie auch immer. Formal, weil die Tür ja kennen. Schade, dass der Typ kein Animus da, keinen Edensplitter dabei hat, also keinen Apfel. Oder ob das auch so oft geht. Jetzt bin ich gespannt. Nein. Nein! Kein Apfel dabei, was? Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Hier nicht, da drinnen. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich. Voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft.
hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Ja, das sieht man, wie du gehen solltest. Gut, das war dann Sequenz 3. Und wir haben wieder nichts von denen geschafft, was wir hätten schaffen können. Aber ist egal. Was soll's. Dann schauen wir mal, was uns Sequenz 4 bringen wird. Da bin ich sehr gespannt. Langsam entwickelt sich ja auch die Story richtig schön weiter. Also, gefällt mir bisher. Bin ja sehr gespannt, was jetzt mit dem Schlüssel passieren wird. Oh, wo sind wir jetzt? Ein paar Tage später. Wieder in Boston, so wie es aussieht. Ja, das ist Boston. Das kennen wir doch. Und wir sind jetzt Sequenz 4, ne? Müssten wir jetzt eigentlich sein. Guck ich mal schnell. Nee, Moment, da steht immer noch Sequenz 3. Noch nicht fertig? Kommt noch was? Hä, was steht da? 4 Stunden schon? Untergetauchte Zeit, die Statistik. Ah. Ja, wir sind noch Sequenz 3, also offensichtlich kommt noch was, aber es scheint nicht mehr so viel zu sein. Ha. Mann, das war ja schlecht, was wir hier abgerissen haben an Missionen. Na gut. Würde ich sagen, machen wir das noch schnell? Die Zwischensequenz ist es vermutlich bloß noch... Ich werde jetzt hier erstmal einen Blick in diese Statistiken, da würde ich jetzt mal gucken. Allgemeine Statistiken. Synchronität 8% bisher. Spielzeit doch schon knapp 4 Stunden. Nicht schlecht. Zurückgelegte Distanz. Nicht gerade ohne. Kampf. Kills versus Attentate. Hä? Egal. Kills insgesamt. Perfekte... Na gut, das kommt wohl noch. Verdientes Geld. Insgesamt ausgegebenes Geld. Erinnerungsstatistiken. Luftattentate. Kampfstatistiken. Heimliche Statistik. Gildenstatistik. Tierstatistik. Interaktionen mit Haustieren. 8. Wirklich schon 8? Nicht schlecht. Navigationsstatistik. Oh, nicht schlecht. Ganze Menge. So, Entdeckungsstatistik. Ökonomie. Das kriegen wir auch wohl alles noch. Mein Gott. Ja gut. Wir haben noch 2 Minuten. Ich würde sagen, wenn es eine Mission ist, dann machen wir Pech gehabt. Und wenn nicht, dann ist es eine Zwischensequenz. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Auf geht's ins Drachen! Unterkunft, Gedöns. Ich hab vergessen, wie das Ding heißt. Die Taverne hier ist egal. Master Kenway. Habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Doch. Die anderen warten auf euch. Es war der richtige Ort. Vergrabt den Schlüssel davor und gut ist. Mann. Gentlemen. Bitte. Setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren. Glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Was? Moment. Möge der Vater des Verstehens uns leiten.
Was? Was zum Teufel? Was? Was ist das denn jetzt für eine Storywendung? Und wie schmeckt dir der Apfel? Alter! Wer hätte das gedacht? Versteckte Klinge, Assassinensymbole auf der Karte und dann ist der Typ ein Templer. Oh nee! Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist doch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Oh! Ich bin nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest... nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Okay, eine nette Storywendung, die sich hier gerade eingeschlichen hat in diesem Spiel. Ich fürchte nur, dass wir uns alles, was das angeht, im nächsten Part wieder mal zu Gemüte führen werden, weil der jetzige vorbei ist. Oh, das ist ja eine spannende Storywendung hier, ey. Also, bis im nächsten Part. Tschüss!